Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ihr seht leider ein bisschen viel Sonne. Ich kann jetzt endlich tagsüber aufnehmen, ich habe ein bisschen Zeit. Ihr habt gesehen, die letzten Aufnahmen, die habe ich auf dem Abend versucht. Die sind mir nicht so gut gelungen, weil logischerweise ein bisschen stressig gewesen. Aber ich leuchte euch mal dahin. Hier seht ihr praktisch meinen momentan Matrix, beziehungsweise Switcher ist das. Das ist der 4:1. HiFi-Switcher von Ligavo und hier unten drunter habe ich schon angeschlossen, also an Strom angeschlossen, den muss ich wieder hochmachen, HDMI Matrix 6:2 4K 3D ARC PIP Audio Control. Ist ein langes Wort, aber auch ein cooles Teil. So, jetzt mache ich erstmal hier ab und werde das mal hier anschließen. So, erstmal Nummer 1 ab. So, Nummer 1 kommt wieder an 1. 1 ist nämlich die Wii. Dann haben wir hier, wollen wir hier 3 und 4? Das ist die 3. Den werde ich auch an Nummer 3 wieder anschließen. So, das ist Nummer 4. So, dann kann ich den mal kurz wegpacken. Und bevor ich den nämlich anschließe, richtig kann ich euch das mal zeigen. So sieht das jetzt hinten aus. Ich habe praktisch hier Strom. Ich habe hier einen SPDF-Ausgang. Ich habe einen Klinkerausgang. Und ich habe zwei HDMI-Ausgänge. Also Optik, also Output steht hier oben auch drauf. Und da sind die inbegriffen. Der ist mit drin und bis hier, das ist alles hier drin. Also kann ich über SPDF auch das wiedergeben, was ich auf dem HDMI habe. So, und jetzt wollen wir Output, was nehmen wir? Output A nehmen wir, das hat ARC auch. So, ich will euch nämlich mal was zeigen. So, jetzt seht ihr erstmal kein Bild. Jetzt muss ich hier erstmal, ja, der ist ein bisschen länger, deswegen werde ich hier erstmal, was haben wir, auf A haben wir einen, auf 3. So, und da habe ich jetzt Bild, da brauche ich jetzt mal die Fernbedienung von der PlayStation, also den Controller. Blinkt und schon ist das Bild da. Ich will euch nämlich mal was zeigen. Wenn ihr seht, hier unten leuchtet jetzt gerade bei mir 5.1. Ich werde mal gucken, ob ich ranzoomen kann. So, dass ihr das vernünftig seht. Hier leuchtet jetzt bei mir 5.1. Wir haben 2.0, 5.1 und 7.1 zur Auswahl. Und ich werde das jetzt einfach mal auf 2.0 umstellen. Bild geht kurz weg, kommt dann gleich wieder. Das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Also da braucht ihr euch nicht wundern, wenn das passiert. So, da seht ihr das PlayStation-Bild. Ich schalte jetzt mal auf 5.1. Bild geht kurz weg und kommt gleich wieder. 7.1 passiert logischerweise genauso. Und 2.1. So. Und jetzt, ihr hört auch ein bisschen, dann muss ich mal hier gucken, mal Ton lauter machen. Volume. So, machen wir mal auf 27. Ihr hört, ich habe auch Ton. Jetzt gehe ich mal auf Einstellungen, Soundeinstellungen, Audio-Ausgangseinstellungen. Ich werde jetzt hier kurzzeitig mal das HDMI-Signal nehmen und automatisch. Und jetzt seht ihr nicht. Wartet mal, ich werde mal ranzoomen, dass ihr das, da seht ihr auch scheiße. Seht ihr richtig scheiße, weil das Licht blendet. Deswegen werde ich jetzt mal die Jalousie runter machen. Ja, gucken, ob ich da rankomme. So.
Das funktioniert mit dem optischen genauso. Und jetzt sagt er uns, ich werde mal versuchen, dass ich das vielleicht so von vorne mache. Ich habe meine Standfüße nämlich nicht festgemacht. So, ranzoomen. Wie ihr seht, erkennt der jetzt momentan nur, dass ich einen Zweikanalton habe. Obwohl ich per HDMI angeschlossen bin, findet der jetzt keine 5.1 Signale. So, ja, so. Jetzt gehe ich hier raus. Ich zeige euch das nochmal. Und wie gesagt, ich bin auf 2.0. Jetzt schalte ich einfach nur auf 5.1 um. Bild ist kurz weg und ist gleich wieder da. So, dann Stück rauszoomen, dass ihr das so seht. Und jetzt gehe ich einfach ganz normal wieder auf Audiogeräte einstellen. Ich sage, und dann sage ich auch automatisch bei HDMI. Und komischerweise, jetzt findet da noch mehr, jetzt findet da nämlich hier oben noch den DTS und den Dolby 5.1. Und hier findet da dann auch noch 192 Kilohertz und 176 Kilohertz. So, und jetzt gehen wir da nochmal raus. Und jetzt schalte ich mal um auf 7.1. Gehe wieder auf, gehe auf HDMI, gehe auf automatisch. Und ihr seht, jetzt findet er natürlich noch mehr. Der findet jetzt hier unten die ganzen 7.1 Geräte. 7.1, 7.1, 7.1, ist alles 7.1. Das sind die ganzen 5.1 Geräte. So, und dann haben wir hier oben auch noch AAC, DTS, DTS HD, DTS 5.1, Dolby True HD, Dolby Digital Plus und Dolby Digital 5K. Wenn ich jetzt, ich werde es euch nochmal mit 5.1 zeigen. Ja, ich gehe wieder auf HDMI, sage automatisch. Und er findet wirklich nur das reine 5.1 Signal. Deswegen ist hier ganz wenig drin, weil Dolby HD und so, das ist alles ein 7.1 Sound. Er findet jetzt definitiv nur Dolby Digital 5.1K, DTS 5.1K und diese Soundquellen. Ich kann auch gerne mal auf 2.1, jetzt können wir das auch gleich mal mit dem optischen testen, optisch. Und beim optischen haben wir hier auch die Auswahl DT, AC. Das ist logischerweise der optische, der da findet da immer irgendwas. So, nochmal optisch. Bei optisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Diese beiden grauen, die gehen bei der PlayStation nicht weg. Die sind immer aktiviert. Das ist ein Stereo-Sound. Und wenn ich jetzt hier natürlich umstelle auf Warmat Edit auf 7.1 und wieder zurückgehe und nochmal suche optisch, da bleibt alles gleich. Wofür ist das jetzt sinnvoll, fragt ihr euch. Also mal rauszoomen ein Stück. Das ist jetzt sinnvoll, wenn ihr praktisch die PlayStation oder ein anderes Gerät mit HDMI an einem Fernseher betreibt, der jetzt nur ein 2.1 hat oder ein PC. Beim PC könnt ihr die Eingangsquelle, wenn es über ein HDMI kommt, meistens nicht vernünftig regeln, beziehungsweise manchmal gar nicht. Deswegen könnt ihr hier einstellen, welcher Sound erkannt werden soll. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier auf, ich habe jetzt auf 7.1, dann wird halt dem dem Anfangsgerät, hier die PlayStation, vermittelt, ey, auf der anderen Seite ist ein 7.1 Gerät. Kannst alle da rausgehen. Wenn ich da jetzt sage, natürlich 2.0, dann wird der PlayStation signalisiert, pass mal auf, über HDMI geht nur 2.0. Mehr verkraftet das andere Gerät nicht. Ja, und dann könnt ihr diesen HDMI-Kabel ganz normal zu einem Monitor oder PC klemmen und habt da keine Probleme, irgendwie was einzustellen zu müssen, weil das Gerät der PlayStation ja signalisiert, was geht, und dann könnt ihr euch das dementsprechend einstellen. Bei anderen Geräten geht dann halt natürlich nur das durch, bei der PlayStation kann man es einstellen, geht nur das durch, was
ihr da natürlich einstellt. Ich lasse natürlich auf 7.1, ich könnte das jetzt natürlich auf 5.1, weil 7.1 habe ich nicht, mache ich einfach auf 5.1 und dann wird durch HDMI-Kabel auch nur alles, was mit 5.1 zu tun hat, durchgeschleust. Ich brauche keine Sorgen haben, dass ich irgendwo ein falsches Tonformat oder falsche Tonquelle habe oder irgendwas dergleichen. Ja, wie gesagt, diese werde ich jetzt auf Herz und Nieren prüfen, den HDMI. Ich versuche nochmal den Namen zu sagen. Ich sage erstmal die Modellnummer. Das ist die 651867 HDMI Matrix 6:2 4K 3D ARC PIP Audio Control. Ja, ist ein ganz schöner Zungenbrecher, aber es funktioniert, habt ihr gesehen. Ich werde den jetzt weiter betreiben. Ich werde alle Geräte dran anschließen, was ich habe. Und wie gesagt, der ist 4K fähig und ich rüste jetzt alles nach und nach auf 4K um. Also ich kann auch, wie gesagt, ich habe da eine optische Ausgabe, also praktisch einen optischen Kabel, auf den das wiedergeben wird, was ich auf HDMI habe. Wo habe ich denn die Fernbedienung? Ach Mensch, wo habe ich denn die jetzt hingepackt? Ich hatte die da eben noch griffbereit hingelegt. Ach, auf meinen Platz. Dann kann ich euch nämlich nochmal zeigen. Die ist natürlich ein bisschen kompakter. Da haben wir hier unten praktisch das Output B. Da können wir uns die 6 HDMI-Anschlüsse aussuchen, die auf Output B sollen. Dann haben wir hier A, was auf A wiedergegeben werden soll, die 6 optischen. Dann haben wir PEP, Select, Enter und Audio. Und ARC. Wenn ich ARC mache, dann macht er ARC an oder aus. Kann ich euch auch mal demonstrieren. Wie gesagt, ich habe jetzt auf 5.1 habe ich und ich habe jetzt ARC angemacht. Jetzt sage ich einfach mal Audio, HDMI und automatisch. Ja, und er findet halt weiterhin nur das. Ich glaube, die PlayStation kann auch gar kein ARC. Dann haben wir hier noch Audio. Da können wir dann mit dem Knopf die Audiospur wechseln. Ich habe jetzt wieder auf 5.1 gemacht. Dann haben wir noch PIP. Da gehen dann hier unten die kleinen Fensterchen. Das sind jetzt alle, das ist so Bild in Bild. Ja, das Bild in Bild. Ich werde euch das mal, das muss ich euch definitiv auch noch präsentieren. Das habe ich nämlich voll vergessen. So, da bin ich auch schon. So, da seht ihr jetzt, hier passiert was. Das finde ich nämlich eine richtig geniale Sache. Weil manchmal weiß man ja nicht, was ist auf meinem HDMI gerade drauf. Und hier seht ihr jetzt, da passiert was. Das flackert so ein bisschen. So, und dann schalten wir jetzt einfach mal auf 4. So, da haben wir Monopoly. Sehen wir hier gerade. Und das ist ein Bild von der PlayStation 4. Und wenn ich jetzt wieder sage PIP, so, dann ploppt das hier auf. Und das, was grau ist, die sind jetzt nicht der, den haben wir jetzt gerade dran. Der kommt dann so ein Stück nach vorne. Ah, das seht ihr kacke, wa? Das seht ihr richtig kacke. So, hier, die sind jetzt nicht drinne. Also 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist denn der sechste hin? Der kann dahin, wird er mir nicht angezeigt. Und da haben wir das PlayStation 3 Bild. Ich kann das auch gerne nochmal PIP. So, dann haben wir es hier unten. Da ist PlayStation 3. Dann können wir nochmal PIP drücken. Hier kommt ein Signal an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und dann können wir nochmal PIP drücken, dann haben wir das so. Und dann können wir nochmal PIP drücken, dann haben wir das oben. Wir können nochmal PIP drücken, es ist weg. Und wenn wir das jetzt so machen, dass es unten ist, das geht nach einer Weile weg. Und dann, wenn wir PIP einmal drücken, dann ploppt das immer unten auf. Da können wir jetzt natürlich sagen, Select, ach Quatsch, Select, bin ich bescheuert, PS3.
Und wir sind jetzt auf dem PS3-Bild. Ich drücke PIP. PIP. So. Und dort sehen wir jetzt, es ist unten geblieben. Und dort sehen wir das PS4-Bild. Und die anderen drei, die anderen vier sind natürlich nicht versorgt. Ist jetzt natürlich der vierte. Der dritte wird natürlich ausgeblendet, weil wir auf 3 sind. Also 1, 2, 3 sind wir drauf, 4, 5, 6. Ja, so müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Ja, wir können auch gerne, habe ich ja kein anderes Gerät jetzt mal hier. Und wenn ihr denn noch andere Geräte dran habt, dann werden die natürlich auch da unten angezeigt. Funktioniert recht gut, finde ich. Ja, ich bin mal gespannt, wie es sich im Alltagstest schlägt. Ich werde das auch so unten lassen, weil mir das eigentlich sehr gut gefällt und geht gerade nicht weg, sehe ich. Dann drücke ich einfach mal 3 für den HDMI-Anschluss, auf dem ich gerade bin. 3 und dann geht das auch weg. Sehr geil. Und die ist auch ein bisschen dicker wieder, die Fernbedienung. Liegt gut in der Hand. Ich werde die jetzt auf jeden Fall den Matrix ausgiebig die nächsten Wochen testen. Diese Videos werde ich jetzt, also Unboxing, Hardware, Hardware-Check, werde ich schon vorab hochladen. Also die werdet ihr jetzt schon zu Gesicht bekommen. Und dann werde ich in 1 bis 2 Wochen, wenn ich das Gerät genug getestet habe, ein Video machen. Dann kommt das abgeschlossen. Also werde ich euch nochmal zeigen, was ich damit gemacht habe und wie ich es alles angeschlossen habe und was dazu sagen. Und dann wird das Ding abgeschlossen. Dann kommt ein Unboxing und ein Hardware-Video und ein Hardware-Check vom nächsten HDMI-Verteiler. Und dann kommt der nächste getestet für die nächsten Wochen. Der kommt dann auch wieder ab und so geht es dann weiter. Ich habe noch, glaube ich, 3 Stück oder ein oder 2 habe ich davon noch. Und dann habe ich noch ein paar andere Gerätchen von Ligavo, die ich jetzt so nach und nach abarbeiten werde. Immer tagsüber, weil abends schaffe ich es nicht. Abends bin ich zu K.O., abends bin ich zu verplant. Habt ihr bei den anderen Videos vielleicht gesehen, da baue ich nur Scheiße und das will ich nicht. Und deswegen mache ich das dann definitiv tagsüber. Und ja, ich hoffe, hat euch gefallen. Mir gefällt das kleine Gerät. Na, klein ist es nicht. Es ist schon ein Mordsbrummer. Aber wir haben hier vorne schön alles übersichtlich mit roten LEDs, die im ersten Augenblick, ich muss gucken, wie es sich im Langzeittest schlägt, auch nicht so hell sind, damit sie die Bude hier überleuchten. Ja, finde ich sehr schön gemacht. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich lasse es jetzt angeklemmt. Ich verabschiede mich. Ahoi, sagt euer Odin.